Ich bin pleite, also muss ich ganz schön hart arbeiten gehen. Naja, ganz so dramatisch ist es zum Glück nicht, denn es geht wieder los mit der Splatoon 2 Salmon Run Episode. Im letzten Part war ich noch Angestellter des Monats oder sowas. Inzwischen bin ich Boss von der Stufe her. Und die Maps haben auch einmal rotiert. Ich habe da einen Hochdruckverunreiniger und es wird neblig. Ich habe nur eine Kleinigkeit zu erzählen, was ganz Lustiges vorhin. Ich spiele Salmon Run. Auf einmal sagt mir die Switch, die Batterieleistung ist aufgebraucht. Und geht aus. Und dann werde ich von Nintendo für 15 Minuten aus dem Online-Modus gesperrt. Denn ich habe das Spiel merkwürdig verlassen. Das war einfach nur der Moment, wo ich mir gedacht habe, what the fuck, Nintendo habt ihr genommen? Na. Weil, ihr könntet doch wenigstens mal Bescheid sagen, wenn die Switch ausgeht, quasi. So, wir haben eine Quote, jetzt zu erfüllen, ist relativ hoch. Na, für Goldini. So. Das sind nämlich 11 Goldfisch Eier, das ist halt das Problem, wenn man höhere Stufen erreicht. Es macht viel, viel mehr Eier. Also bam, bam. Nein. Geh weg, Julian. Beste Check. Lustig, ich bin echt witzig. So, ich muss auch weg, aber es läuft mit meinem Team. Quote ist dann auch jetzt erfüllt. Sehr schön. 25 Sekunden noch Zeit. Das sollte schaffbar sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Mein Sperr. Fuck. Okay. Tschüss. Und ja, ist recht knapp wieder. Oh, ich hasse Nebel, habe ich schon mal gesagt. Wenn ich ein Ereignis... Oh, lol, 21 Goldfisch-Eier läuft. Wenn ich ein Ereignis hier in Salmon Run nicht mag, dann ist es der Nebel. Genauso wie eine Waffe, die ich hier nicht ab kann. Mal gucken, ob ich sie jetzt kriege. Nein. Und zwar ist die Punkt 96 Gallon derzeit spielbar und mit der komme ich überhaupt nicht gleich. Ich weiß auch nicht warum. Ich krieg damit ja nichts hin. Naja, ist egal. Da sind schon wieder die ersten Boss-Salmons und dann normale Salmons. Passt schon. Nur wenn der die Schwanz zu mir dreht, ist halt down. So. Quote liegt jetzt bei 12 und in der folgenden Welle bei... Nein! Oh, es ist ein Mini. Das sehe ich immer so richtig. Und, oh, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Knapp, 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 knapp. Und in der folgenden Welle liegt die Quote bei 14 Goldfischeiern. Zwischen 11 und 12 finde ich jetzt ist nicht so ein großer Schwierigkeitsunterschied, weil man immer 4 Boss-Helmens vollständig durchbringen muss. Deswegen ist der Unterschied da nicht so groß. Hilfe! Ich habe heute schon einiges gezockt, deswegen habe ich schon rund 750 Punkte. Ich habe vorhin 32.000 Coins gekriegt. Aus einer Pokéball-Spiel, oder wie auch immer das Ding heißt. Ich spiele beim Zielen auf dem Band. Wie geht das? Nice. Sehr schön. So. Noch. Das ist ein da. Den durch den haben wir bisher auch noch. So, außer dieses Mal. Ich konzentriere mich immer vor allem auf das Zurückbringen von Goldfisch-Eiern. Ich gehe gar nicht so sehr auf Skill. Ich weiß, dass ich manchmal drei Bands dazu bediene. Scheiße. Oh Gott, 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 oh Gott. Ja. Da war noch ein Rackzack. Uah. Egal. Welle ist erfüllt. Yay. Gut ist erfüllt in dieser Welle. Und ich möchte jetzt gerne keine Klecks battling. Leck mich am Arsch. Das habe ich gesagt. Okay, dann müssen wir jetzt hier runter am Strand. Zu mir. Hier geht's hin. Solange das hier normal durchgehend ist, passt. Wobei Klecks battling geht sogar noch. Wie normales Battling hier ist in Salmon Run. Total fehl am Platz. Sehr schön. Ich muss auch sagen, ich konzentriere mich wirklich in Salmon Run darauf, Goldfisch-Eier zu sammeln, die kleineren Viecher zu killen und meine Teammates zu retten. Hier oben die Viecher werden hauptsächlich von meinen Teammates gekillt. Ich dachte, das ist natürlich auch durchgeschnitzt, aber ja. Down? Nein, ist nicht mehr down. Sehr schön.
Da sind aber noch ein paar, weil da kann ich. Bye bye. Das zeigt mal wieder, wie schwach dieser Hochprofaunreiniger ist. Wie lange ich gebraucht habe, um den einzigen zu killen. Lächerlich, aber naja. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der braucht Hilfe. Komm gleich. Gut. Ja. Sehr schön. Okay, ein paar Wochen Eier fehlen noch. Wir fangen gute Kopf auf. So, damit man so einfach solche Eier. Man muss auch immer hoffen, dass die Bosse möglichst nah am Pott sind, damit man möglichst schnell auch zurückkommt zum Pott. Von diesen zwei Bams und der Regner hat sich leider erledigt. Nein! Jetzt verkack nicht! Dude! Verkack's nicht! Rückzug! Rückzug! Ja, sehr schön! Sehr gut! Guter Teammate! Ich hätte jetzt genauso agiert. Ich renne dann, wenn die Zeit fast um ist, alle down sind. Wenn alle down sind, bis auf ich selber natürlich, und die Quote weit erfüllt ist, dann renne ich auch weg am Ende, damit ich wenigstens den Durchgang richtig gut habe. Perfekt, 61 Goldfische, ja, läuft. Und jetzt bei einer 210%igen Quote wäre geil. Mal gucken. Oh, Boss ist schon das Höchste, was man haben kann. Läuft. Also habe ich mich schon aufs maximale Level hochgesuchtet. Ja, läuft. So, das heißt, ich bin auch schon hier beim höchsten Schwierigkeitsgrad angekommen und mich wundert es wirklich, dass es tatsächlich noch so relativ einfach ist, finde ich. Ich finde schon, da könnte noch ein bisschen was an Schwierigkeit dazukommen. So vom Gefühl, ich weiß, es ist schon irre schwierig hier, aber ich meine nur so. Wir hätten ruhig noch sowas wie Konzernchef oder so einführen können. Hier hochgekommen, einiger Dude. Ja. Wer diese Spezialwaffe hat, der versteht, dass ich nicht mehr wie loswerden soll. Und am besten dann, wenn sie noch was nutzt. Und das ist halt meistens nur in der ersten Welle. Bei den nachfolgenden Wellen hat man wirklich zu wenig Zeit. Ich merke auch extrem, dass die. Ich glaube wirklich, dass die erste Welle am einfachsten ist und ja, die letzte Welle am schwierigsten. Finde ich aber auch gut so. Im Übrigen habe ich dieses Punktesystem langsam durchschaut. Verliert man nämlich in der ersten Welle, kriegt man minus 20 Punkte, verliert man in der zweiten Welle minus 10, in der dritten Welle gibt es 0. Und wenn man in der letzten Welle verkackt, dann, wenn man insgesamt das schafft, dann gibt es plus 20. So habe ich das jetzt mitgekriegt. Ja, ich kann den Storm jetzt gut einsetzen, aber. Nee, ich glaube nicht. Oh! Ein Stapler. Die sind relativ mies auf die Distanz. Ich kann auch wirklich gut mit diesen Protokoppenreinigern umgehen. Ist halt trotzdem relativ schwierig, aber. Nein! Drecks Regner! Regner sind so ein Dreck. Die nerven wirklich irre. Ja, moin. Hilfe, bitte helfen Sie mir, danke. Ich bin in Gefahr. Richtig. So. 26 von 13 benötigten deutschen Eiern. Läuft. Aber jetzt sind schon 13 benötigt in der ersten Runde. Wow. Okay, das kann was werden. Ah, jetzt haben wir die Punkt 96 Gellen. 14 Goldfisch-Eier. Schon schwieriger. Ich habe zum Glück. Nee, ne. Ist das schon der Disconnected? Nein, ist einfach in der Schutzzeit noch ins Wasser gefallen. Läuft bei ihm. Hier haben wir schon den ersten, den Raplatz. Bye bye. Raplatz sind wirklich lächerlich, habe ich das Gefühl. Im Tutorial habe ich mich irgendwie total damage angestellt. Und einmal gestorben. Aber jetzt inzwischen würde ich sagen, die sind sehr einfach. Wenn man stirbt, dann nimmt man die meistens mit in den Tod. Und ja. Das meinte ich. Man muss eine Bombe unter mich werfen, man hat schon gewonnen. Der konnte ich gar nichts mehr machen, ich war eingeengt. Hilfe, Hilfe, danke. Bandit, geh weg. Und deutsche Eier kommen her. So. Ja. Nein, zwei Banditen.
Und die schubst mich runter. Boah. Oh, auf diesen Gegner ist es aber auch so mies und so eng. Ist das am liebsten weg? Nein, ein Stapler. Ein Stapler. Ah, das meine ich. Die sind halt auf hohe Distanz sehr gefährlich. Die kleinen Kochköpfe. Und der Regner da, der wollte auch ein bisschen schnell weg. Aber konnte ich auch nicht. Ein Grappler. Sehr schön. Sehr schön, Team. Nein! Oh, wie häufig ich in dieser Aufnahme gegen Grapplachse sterbe. Das habe ich ja privat nicht gehabt. So häufig. So, komm, ich krieg nur noch down. Ja, sehr schön. 32 Goldfisch-Eier. Also, so viel zu ist es schwierig. Ne? Ich nehme es total dämlich an, aber. Ist ja nicht schlimm, auch schon wieder X6-Tipp und ich mag die nicht so. Ah, jetzt kommt die schwierigste Phase. Ich finde diese mittleren Stände vom Wasser am schlimmsten. So, jetzt, ich habe noch beide Specials. Die behalte ich mir meistens für die letzte Runde. Okay. Ich brauche direkt zwei Stapler. So, da sind schon die ganzen Boss-Ammonien am Down gehen. Perfekt. 16 Goldfisch-Eier sind benötigt. Das ist machbar auf jeden Fall. So, hier springe ich mal so schön rüber. Na, komm. Sehr schön. Das war wirklich ein guter Attack von mir. Aha, eigentlich klingt. So, scheiß drauf. So, das sind noch 4 Goldfisch-Eier. Ich würde sagen, Quote wird easy erfüllt. Habe ich jetzt so ein Gefühl, wir sind schon bei 11. Die Frage ist eher, überleben wir es insgesamt. Scheiße! Immer diese dreckigen Viecher, die diese Schwarmraketen absenden, die sind wirklich nervig. Ja, die Dudes mit den Schwarmraketen müssen wir wirklich besiegen. Die sind sehr gefährlich. Hier ist er. Halt, stopp! Scheiße. Oh, fast down. Ich muss den jetzt einsetzen. Sorry, aber. Nein! Und ich verwerf so ganz blöd. Ach, hier sind sogar zwei von denen. Wir sind bei 25 Goldfisch-Eiern. Ja, jetzt mache ich meine Taktik, die ich gerade gesagt habe. Ich renne einfach weg, wo keiner ist. Weiß, Pussy. Aber mal ernsthaft, wenn ich auf 25 Goldfisch-Eiern bin, dann renne ich auch lieber weg, anstatt dass ich nochmal sterbe und dann Game Over gehe. So. Sehr schöne Runde. 83. Läuft. Ja, damit denke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und ciao. Mm-hmm.